Herzlich willkommen zum zweiten Impuls dieser kleinen Reihe. Schön, dass du wieder da bist, dass du noch nicht ganz aufgegeben hast. Heute möchte ich dich einladen in diesen kleinen Impuls, den haben wir die Tür genannt. Dieses Schreiben, mit dem Papst Benedikt dieses Jahr des Glaubens eingeläutet hat, heißt Porta Fidei, natürlich in Latein. Porta Fidei, die Tür des Glaubens. Also dieser kurze Impuls, die Tür. Die ersten paar Zeilen in diesem Dokument möchte ich gerne vorlesen. Die Tür des Glaubens ist übrigens ein Begriff aus der Apostelgeschichte, aus dem 14. Kapitel. Die Tür des Glaubens, die in das Leben der Gemeinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt, steht uns immer offen. Es ist möglich, diese Schwelle zu überschreiten, wenn das Wort Gottes verkündet wird und das Herz sich durch die verwandelnde Gnade formen lässt. Durch diese Tür zu gehen bedeutet, einen Weg einzuschlagen, der das ganze Leben fortdauert. Die Tür des Glaubens steht offen. Und es ist möglich, diese Schwelle zu überschreiten, wenn das Wort Gottes verkündet wird, in der ganzen Symphonie, und das Herz sich formen lässt, wenn das Herz sich durch die verwandelnde Gnade formen lässt. Das Jahr des Glaubens ist also eine Einladung an dich und mich, dass wir uns wieder hineinnehmen lassen in diese Hand des Töpfers. Dass wir uns wieder als Ton begreifen, der sich von dieser Hand des Töpfers wieder neu formen lässt. Vielleicht ist dein Ton wunderbar geschmeidig und lässt sich wunderbar einfach dynamisch formen. Vielleicht ist dein Ton schon ein bisschen hart, bröckelig. Und vielleicht wollen wir uns ausstrecken danach, dass dieser Ton wieder neu bewässert wird, dass er wieder neu geschmeidig wird, dass dieser Töpfer ihn neu wieder formen kann. Dieses Jahr des Glaubens ist eine Einladung, dass wir uns wieder formen lassen, egal wie unser Ton heute aussieht. Lasst uns diesem Töpfer vertrauen. Lasst uns neu in diese Hand legen. Es sei denn, du bist schon perfekt geformt. Es sei denn, du brauchst gar keine Veränderung. Lass dich neu formen. Lass dich neu formen. Egal wie alt du bist, oder wie jung du bist, wie reif du schon bist oder wie Anfänger du noch bist, lass dich neu formen. Lass dich neu formen vom Wort Gottes. Papst Benedikt lädt uns also ein, diesen Glauben wieder neu zu entdecken. Diesen Glauben, der uns umgestaltet. Diesen Glauben, der uns neu macht. Nicht den Glauben, den wir anschauen und bleiben, wie wir sind. Das ist kein Ton, das ist Stein. Wir sind eingeladen, diesen Glauben zu entdecken, der uns umgestaltet, der uns verändert. Nicht von außen nach innen, sondern von innen her
nach außen neu macht. Also den Glauben neu entdecken, umgestaltet werden, geformt werden und diesen Glauben, diesen umgestaltenden, diesen formenden Glauben weitergeben, verkünden. Das sind wenige Worte, das ist aber ein Riesenprogramm. Ein Programm, das ein Lebensprogramm ist. Es dauert das ganze Leben. Will ich diese Schwelle überschreiten? Will ich durch diese Tür des Glaubens in diese verändernde Wirklichkeit wirklich hineintreten? Das ist eine Herausforderung, die Papst Benedikt uns stellt, direkt am Anfang von diesem Schreiben. Dieses Wort, dieses verändernde Wort, diese Symphonie, wie wir in dem vorhergehenden Impuls besprochen haben, was ist das? Die Heilige Schrift lesen wir. Nicht genug, irgendwie immer zu wenig, aber wir lesen sie schon mal hier und da wenigstens. Was denn mit dem Katechismus? Habe ich überhaupt einen? Wenn ich einen habe, lese ich ihn? Ja, ich schaue da mal rein, wenn ich eine Frage habe. Ich schaue da mal rein, wenn ich irgendwas vorbereiten muss. Irgendeinen schlauen Vortrag oder eine Predigt oder ein Seminar oder... Das ist schön, in so einem Katechismus, so ein Zitat aus dem Katechismus in so einem Vortrag, das gibt dann schon mal Autorität zu dem, was ich sagen will. Manchmal benutzen wir den Katechismus so als Autoritätsbringer, ne, weil dann kann ich sagen, Leute, hört mir zu, weil hier der Katechismus sagt das auch. Aber ansonsten eigentlich weniger. Katechismus grau, knöchern, trocken, leblos, theoretisch. Wer braucht das? Was soll ich damit? Die paar Male, wo ich da reingeschaut habe, bin ich Gott sei Dank auch wieder völlig unverändert rausgekommen. Mich von etwas, was im Katechismus steht, verändern zu lassen, das kommt mir wirklich nicht in den Sinn. Was wir brauchen, Sakramente. Was wir brauchen, sind Gebet. Was wir brauchen, ist das Wort Gottes. Hang on, warte. Hä? Wort Gottes? Vielleicht blättern wir noch mal zurück in die paar Gedanken, die wir in dem ersten Impuls hatten. Symphonie dieses einen Wortes Gottes. Und wir hatten überlegt, wie Christus selbst in der Lehre der Apostel, in der Verkündigung der Apostel gegenwärtig ist, bis ans Ende der Zeit. Wort Gottes ist auch die Lehre der Apostel und ihrer Nachfolger. Und diese Lehre, jedenfalls einen großen Teil davon, finden wir im Katechismus. Der Katechismus ist ein wichtiges Instrument in diesem Symphonieorchester. Vor langer Zeit gab es mal ein Leiterschaftsprogramm
das wir in Malta hatten. Und wir haben uns da ein paar weise Lehrer eingeladen. Und einer von diesen Lehrern war ein irischer Pater. Jim Birmingham. Ich habe keine Ahnung mehr von dem, was er gelehrt hat. Ich habe die Vorträge alle vergessen. Aber eins habe ich mir behalten. Er hat erzählt, wie er in seine Gebetszeit, in seine persönliche Gebetszeit geht. Was er da so macht. Und hat er erzählt, dass wenn er in seine persönliche tägliche Gebetszeit geht, nimmt er die Heilige Schrift mit und die Dokumente vom Zweiten Vatikanum. Ich dachte, was für ein komischer Typ. In dem Moment hatte der bei mir alle Punkte verspielt, die er bis dahin vielleicht gesammelt hatte. Das war so abstrus, dass ich das über, weiß ich, 20 Jahre nicht vergessen habe. Ich vergesse viel, aber das nicht. Wieso nimmt dieser Typ die Dokumente vom Zweiten Vatikan mit in seine Gebetszeit? Sowas Ungeistliches. Sowas Unbiblisches. Dieser Pater Jim Birmingham, er hatte verstanden, was ich immer noch lerne. Das Wort Gottes ist nicht nur die Heilige Schrift. Das Wort Gottes ist eine Symphonie. Und dazu gehört auch die Verkündigung der Apostel. Und von dem steht auch ganz viel in eben den Dokumenten des Zweiten Vatikanums. Darum hat er dies mitgenommen. Wenn ich nur heute mit ihm sprechen könnte. In diesem Katechismus, der so durchnummeriert, ihr wisst das, ne, von Nummer 1 bis 2000 irgendwo, da steht unter Nummer 4, also ziemlich am Anfang. Die Kirche bemüht sich, die Menschen zu Jüngern Christi zu machen. Die Menschen zu Jüngern Christi zu machen. Vielleicht ist das Wort Jünger für den einen oder anderen von euch nicht so geläufig. Was sie meinen, sind Nachfolger. Jünger sind die, die einen Meister haben. Jünger sind Menschen, die werden wollen wie der Meister. Darum sind sie eben Jünger. Das heißt, die Kirche bemüht sich, Menschen zu Jüngern Christi zu machen. Sie bemüht sich, Menschen zu Personen zu machen, die werden möchten wie dieser eine Meister. Wie Jesus Christus selbst. Die Kirche bemüht sich, die Menschen zu diesem Leben heranzubilden, zu formen. Und alle diese Bemühungen, die die Kirche unternimmt, steht hier, wurden schon früh als Katechese bezeichnet. Das ist das, was unsere Kirche unter Katechese versteht. Menschen zu Jüngern Christi zu machen. Diese Jünger zu formen, dass sie Christus immer ähnlicher werden. Das sind die Bemühungen unserer Kirche. Darum geht es in der Verkündigung der Apostel. Darum geht es im Katechismus. Darum ist der Katechismus tatsächlich so etwas wie ein Handbuch für Jüngerschaft. Vielleicht hast du diesen Gedanken noch nie gedacht, dass im Katechismus etwas stehen könnte, das mir in meiner Nachfolge hilft, das mir auf dem Weg der Jüngerschaft hilft.
nicht nur hilft, wichtig ist. Dass es nicht nur eine Ansammlung von irgendwelchen trockenen Sätzen ist, sondern tatsächlich, sehen wir gleich noch, Christus aufscheint in dieser Verkündigung. Wenn wir über das Handbuch für Jüngerschaft reden, dann fallen einem gleich so verschiedene andere Bücher ein, die solche oder ähnliche Titel haben. Es gab mal eine Zeit, da war in frommen Kreisen Jüngerschaft dieses eine Überwort. Das war's, darum geht es. Also gab es dann auch verschiedene Bücher, die dann ebenso hießen, wahre Jüngerschaft. Oder ähnliches. Was sind denn meine Quellen, die mich formen? Von welchen Gedanken lasse ich mich formen? Von welchen Büchern und Schriften, aus welchen Quellen lasse ich mich formen? Was sind denn meine Handbücher, auch wenn sie nicht so heißen? Und warum nicht auf Christus hören, wie er zu mir durch die lehrende Kirche spricht? Warum nicht hören, wie Christus, wie das Wort gegenwärtig ist in der lehrenden Kirche. Diese Lehre der Kirche war für uns nie so einfach erreichbar wie heute. Vielleicht sind diese Gedanken ganz neu für manche. Vielleicht steht da eine große Veränderung. Das wäre wirklich etwas anderes. Veränderung, ja. Wenn eine Veränderung, dann aber bitte nicht nur für das Jahr des Glaubens. So nach dem Motto, okay, dann lesen wir eben mal ein bisschen Katechismus im Jahr des Glaubens. Das ist relativ sinnfrei. Wenn eine Veränderung, dann eine Veränderung für das Leben natürlich. Die Veränderung ist schwierig, ja. Ganz besonders da, wo es an alteingefahrene Gewohnheiten geht. Nicht nur Gewohnheiten im Tun von etwas, sondern ganz besonders Gewohnheiten im Denken von etwas. Umdenken ist enorm schwer. Die Umkehr im Denken ist enorm schwer. Ideen, die wir haben, durch andere Ideen zu ersetzen, ist ein hartes Stück Arbeit. Stell dir vor, du gehst zu dem nächsten Gebetstreffen, zu dem nächsten Gebetsabend und da habt ihr wunderbares Gebet, wunderbaren Gesang und Lobpreis. Und dann steht der Leiter auf und sagt, und heute möchten wir nachdenken über Abschnitt XY aus dem Katechismus. Moment, Gebetsabend, da ist Gebet und Heilige Schrift, eben das Wort Gottes, aber doch nicht der Katechismus. Moment. Du hörst es schon kommen, Symphonie, verschiedene Instrumente. Die sind nicht alle gleich. Die sind nicht alle gleich groß. Aber für die Symphonie sind sie alle wesentlich. Wenn du denkst, ne, Katechismus, Gebetsabend, dann siehst du, was von dir aufsteigt, dann weißt du, wie schwer das Umdenken ist. Natürlich meine ich nicht, dass wir jetzt alle Gebetsabende immer nur im Katechismus wälzen.
Aber entweder es gehört zur Symphonie oder nicht. Vielleicht sagst du, ja, Katechismus, nicht so mein Ding, was da drin steht. Für den Jünger ist die Frage ja nicht, ja, was ist eigentlich so mein Ding überhaupt? Für den Jünger ist die Frage, um was geht es denn dem Meister? Der Jünger fragt nicht, was ist mir wichtig? Der Jünger fragt, was ist ihm wichtig? Der Jünger sagt nicht, ich sage, das ist groß und das ist klein, wichtig und unwichtig. Sondern der Jünger schaut zu dem Meister und sagt, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Und wir hatten das in dem ersten Impuls, wo Jesus sagt, ich bin bei den Aposteln. Durch alle Generationen. Nicht nur, damit sie nicht so keine Angst haben und sich ein bisschen besser fühlen, sondern weil ich über die Lehre wache. Weil ich über die Lehre wache. Weil ich es bin, der hier spricht. Das hat er seinen Jungs auch gesagt. Wer euch hört, hört mich. Also, hören wir auf den Meister. Hören wir auf den, dem wir ähnlich werden wollen. Auch in der verkündenden Kirche. Bei diesen Veränderungen ist es ganz wunderbar, wenn du nicht alleine dastehst. Wenn dir Brüder und Schwestern zur Seite stehen können, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen helfen können. Etwas Wunderbares ist, wenn wir sehen, wie gemeinsame Lehre ein Weg zur Einheit ist. Wie wir von einer gemeinsamen Lehre zur Einheit kommen. Diese gemeinsame Lehre, das ist auch diese Verkündigung, die wir im Katechismus finden, diese gemeinsame Lehre. Einheit ist immer auch in gemeinsamer Lehre verwurzelt. Eine Einheit ohne gemeinsame Lehre gibt es wohl nicht. Als Petrus gerade fertig ist mit Predigen in der Apostelgeschichte, bekehren sich so viele Leute und dann formen sie eine wunderbare Gemeinschaft. Und dann steht da in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, Brechen des Brotes und an den Gebeten. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Da steht nicht, sie hielten fest an den Worten, die Jesus gesprochen hatte. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel. In diesem Schreiben, mit dem der Papst dieses Jahr des Glaubens einläutet, ist natürlich auch so durchnummeriert, da sind wir in Absatz 11, schreibt Papst Benedikt, Seite für Seite, er redet über den Katechismus, Seite für Seite entdeckt man, dass das Dargestellte in dem Katechismus nicht eine Theorie, sondern die Begegnung mit einer Person ist.
sondern die Begegnung mit einer Person ist. Es ist also eben nicht das, wofür die meisten von uns es halten. Ein ganz großer Haufen von Theorie, die kein Mensch braucht. Seite für Seite entdecken wir, dass es nicht eine Theorie ist, sondern die Begegnung mit einer Person. Welche Person könnte das denn sein? Diese Person ist natürlich Jesus Christus selbst. Jesus Christus, der mit den verkündigenden Aposteln ist bis ans Ende der Zeit. Er lässt uns nicht allein. Und ihm ist nicht egal, was die Kirche lehrt. Darum ist er mit der Lehre der Kirche bis zum Ende der Zeit. Darum auch begegnet uns Christus eben auch in der Verkündigung der Apostel. Und heute ist viel von dieser Verkündigung zusammengefasst im Katechismus. Papst Benedikt lädt uns also nicht ein, dass wir irgendwelchen Theorien begegnen sollen, sondern Papst Benedikt ist ganz deutlich ein Mann des Wortes Gottes als Ganzem. Und sein Anliegen ist, dass wir besonders im Jahr des Glaubens eben diesem lebendigen Wort Gottes begegnen. In seiner Gesamtheit, eben in dieser Symphonie. Und darum eben auch in der Verkündigung der Apostel, die wir in diesem Katechismus finden. Wir begegnen immer diesem einen lebendigen Wort, denn wir sind keine Buchreligion. Das Jahr des Glaubens heißt dann also ein Jahr, in dem wir suchen, uns danach ausstrecken, diesem Wort zu begegnen, diesem Wort, das uns umgestaltet. Das ist ein Jahr in der Töpferstube, wo wir uns umgestalten lassen zum Klang dieser Symphonie. So bleibt am Ende dieses Impulses die Frage: Möchtest du, möchte ich durch diese Tür des Glaubens eintreten? Möchte ich diese Schwelle überschreiten? Das ist unser Gebet, dass Gott dir und uns Gnade und Mut gibt, wieder neu diese Schwelle zu überschreiten und durch die Tür des Glaubens einzutreten in eine ganz neue Wirklichkeit.